prominenter Testpilot Andy Mecklau. Der Österreicher ist seit 20 Jahren im Rennzirkus aktiv. Unzählige Male stand er auf dem Treppchen. Sicher das Highlight in meiner Motorsportkarriere war 1993 der WM-Laufsieg zu Hause im Österreich vor meiner Haustür. Und auch, ja, dann sind einige Highlights gewesen, so wie ein deutscher Meistertitel, zigfache österreichische Meistertitel und bester Privatfahrer in der Superbike WM. Andy Mecklau ist ein Kämpfer. Er lässt sich nicht unterkriegen. Er erinnert sich an den schwärzesten Tag seiner Karriere. Das war bei mir 1997, das Finale zur Pro-Superbike-Meisterschaft und habe eigentlich einen schweren Unfall gehabt und habe da wirklich 3 Monate eigentlich dann im Krankenhaus verbracht und habe aber dann wieder ein wunderschönes Comeback gefeiert mit 1998 und bin damals erst einmal deutscher Meister geworden. Heute muss Andy nicht fighten, er darf spielen. Mit der Suzuki GSX-R 600. Die 600er-Klasse ist hart umkämpft. Hier geht es um absolute Perfektion. Die Zauberformel lautet Drehmoment. Und genau da hat die Susi zugelegt. Die Spitzenleistung der Japanerin liegt nach wie vor bei 125 PS, bei einem Trockengewicht von 163 Kilogramm. Andy Mecklau ist sehr zufrieden. Das Motorrad ist extrem drehfreudig und auch sehr leicht für sie zum Fahren. Man merkt einfach das Gewicht von diesem Motorrad. Und auch die Leistungsentfaltung. Das Motorrad beginnt eigentlich schon bei 3000, eigentlich lässt es eigentlich schon schön fahren. Das heißt, also von Kurven Mitte im Scheitelpunkt eigentlich am Gas nehmen, nimmt sehr schön an und legt eigentlich ständig zu. Das wird also bei 10.000 eigentlich so in dem Bereich, merkt man einfach den richtigen Schub. Ja, und das endet am Drehzahlmesser irgendwo bei 16.000 und sogar im roten Bereich. Also das hat ein riesiges Drehband und auch von Drehmoment ideal. Anders als einige Mitbewerberinnen trägt die GSX-R 600 den Endschalldämpfer beharrlich an der Seite. Ein Rohr, das so gar nicht zur zierlichen Silhouette des Bikes passt. Warum keine Underseat-Auspuffanlage? Wir fragen nach. Naja, man versucht bei einem Supersportler natürlich, das Optimale für die Rennstrecke aus einem Motorrad rauszuholen. Und da ist es komplett ungünstig, wenn man das schwerste Teil des Motorrades an den höchsten Punkt des Motorrades setzt. Das ist fürs Handling eigentlich Gift. Und das sieht vielleicht bei dem einen oder anderen Motorrad ganz gut aus, ist aber für das Motorrad selber sicherlich nicht von Vorteil. Andys Arbeitsgerät ist für gewöhnlich eine GSX-R 1000. Nun interessiert uns natürlich, was eine 600er kann, was die 1000er nicht kann. Man ist nicht überfordert. Also mit einer 1000 eigentlich muss, glaube ich, ein Normalfahrer auf der Straße oder auf der Rennstrecke eigentlich schon eine gewisse Erfahrung haben. Und das ist mit dieser 600er sehr leicht. Man hat sehr viel Spaß mit diesem Motorrad, ohne dass man ein großes Risiko eingeht. Andy Mecklau ist immer noch Profi-Rennfahrer. Doch er macht sich bereits Gedanken über die Zeit nach der aktiven Laufbahn. Ja, sicher. Den Rennsport treu bleiben und ich habe ein großes Projekt momentan in Ungarn am Pannoniering. Da gibt es dann ein Motorsportzentrum und da werde ich mir die nächsten paar Jahre oder die Zukunft dann widmen.